Weiter geht's mit The Witcher. Wir müssen zum Kloster und den Großmeister plätten und da ist eine Tür. Jetzt einfach durch. Siegfried, habe ich das richtig gelesen? Ach du Scheiße. Es war ein Fehler, mich zu verärgern. Ihr seid der, der einen Fehler macht. Hört auf zu kläffen, Wolf, und zieht euer Schwert. Arbeitet ihr gern für einen Wahnsinnigen? Mordet ihr aus Vergnügen? Oder befolgt ihr nur Befehle? Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht mal ein Mensch. Na toll, Hirten liegt da unten. Alter, das ist schon. Boah. Meine Güte, das geht ja schon mal richtig gut los hier. Moment, ich muss mal eben was nachgucken. Also, wir sind echt schon im. Wir sind. Okay, aber irgendwie dachte ich, wir wären in Kapitel 4, aber scheinbar waren wir. Denn jetzt sind wir hier im Epilog. Wow, gut, dann. Ja, mein Fehler. Gut, ja. So gesagt habe ich das ja nie, aber ich hatte jetzt irgendwann, weiß auch nicht, irgendwie halt gedacht, wir wären. Ups. Ist hier irgendwer, der uns helfen kann? Nee. Okay, der eine ist weg. Lalalala. Na gut, wir müssen's. Oh, ich muss die auch erst besiegen, dann komme ich hier nicht weiter, okay. Ah, sie hauen wieder ab, sehr schön. Da kommt die Elfen da hinten. Was hat uns denn jetzt schon wieder getroffen, dass wir. Alter! Irgendwas trifft uns hier. Auch wenn nichts da ist.
Also, was zu essen haben wir ja leider nicht. Ich mach das auf Abstand mit Feuer, auch wenn es länger dauert. Ich habe keine Lust zu sterben. Latsch, Jeffen liegt auch wieder. Okay, Siegfried ist platt, jetzt ist nur noch der Mutant da. Da ist er. Und da ist Jeven. Komm Jeven, gemeinsam schaffen wir den. Nein, tun wir nicht, weil wir kriegen schon wieder einfach Schaden. Mann. Ich bleib auf Abstand, sonst sind wir gleich tot. Und das will ich nicht. Ich will nicht sterben. Wir sind in den letzten Parts oft genug gestorben, oder? Der Stern der Elfen geht auf. Brauchen wir ein bisschen Vorsprung hier, sonst wird er nicht. Der hat da noch ordentlich viel Leben. Na gut. Ey, wir haben wieder Farbe. So. Die ganze Stadt, fast die ganze Stadt zerstört. Wo ist er? Treff ja. Versteck mich in deinem Brunnen. Hehe. Wenn ich den angreife, bin ich doch tot. Auch wenn er nicht mehr viel Leben hat. Mal gucken, einmal noch Feuer drauf. Ja, das war Jeven. Einmal mit Feuer drauf. Und dann gucke ich mal, ob ich den mit dem Schwert platt kriege. Okay, so geht's auch. Der Orden zeigt sein wahres Gesicht. Unter der glänzenden Rüstung verbirgt sich nur Fäulnis. Das wusste ich von Anfang an. Ihr seht, was ich sehe, Geralt. Kommt, Jeven.
schlagen wir dieser Hydra den Kopf ab. Auch nichts zu essen. Okay, erstmal speichern. Den kann ich nicht durchsuchen. Der ist okay, der hat nur ein Schwert. Numerischer Brand, starker Alkohol, bla bla bla. Dann nehmen wir mal mit. Steht ein Flüchtling, hi. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Danke. So, war's eine Falle? Hä? Er speichert von alleine, gut. Hallo? Seid gegrüßt. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Da ist Jeffen. Oh, hier ist eine Feuerstelle. Und wir haben neue Talente. Zwei Bronzene. Wo haben wir denn noch Bronze? Hier nicht. Hier nirgendwo. Hier. Da. Hier auch nicht. Okay, hier beim Starken. Ja, machen wir das. Ne? Da können wir gar nicht. Dann machen wir hier weiter. In das Gruppe. Den können wir. Doch, den können wir. Das so schlau war. Ich hätte besser. Egal. So, wir haben zwei silberne. Wir haben einen auf Stärke und Gesundheit. Würde ich mal meinen. Okay. Alle sind verrückt geworden. Speichern. So. Was macht ihr denn hier? Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Was auch immer es heißen mag. So ein doofes Spiel. Steht Ärger ins Haus. Tötet mich nicht, Hexer. So, so. Ein sprechender Ghoul. Ich bin ein Mutant, wie ihr. Mit der Gabe der Sprache und Intelligenz geboren. Wie ein Mensch. Ich kenne viele intelligente Ungeheuer, die trotzdem tödlich sind. Ich bin nur für die eine Bedrohung, die mich bedrohen. Okay. Sagen wir, ich glaube euch. Das beruhigt mich. Warum seid ihr hier? Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nachts raus und suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. Das kleine Blag und... Du, hä? Julian ist nach Kovir gegangen. Nee, sagen wir mal. Ein wahrer Fischmaus auf diesen Straßen. Ohne Schlüssel kriege ich diese Tür nicht auf. Okay, ist hier ein Schlüssel drin?
Das ist der Schlüssel. Okay, warte mal, ich mache das jetzt mal systematisch. Den Schlüssel brauchen wir. Was zu essen ist nicht schlecht. Zwergenpuppe ist eine Speise, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da können wir alles mitnehmen. Passt ja, ne? Ich mal ganz kurz. Die Prophezeiung von Iglene Agli App, was auch immer, wie auch immer es heißt. Ich sagte euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms bricht an. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts naht. Die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Tät dein Rat, die Endzeit. Die Welt wird im Frost untergehen und mit einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Sie wird aus älterem Blut neu geboren werden, aus Hen-Icher, aus einem Samenkorn. Dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Es tut ha, es seh, so sei es. Achtet auf die Zeichen. Ich sage euch, welches diese Zeichen sein werden. Das Blut der Ein seit he, das Blut der Elfen wird den Boden tränken. Okay. Wenn sie meint, dann kommen wir jetzt aber hier durch. Wo sind wir jetzt gelandet? Alter, das ist nicht euer Ernst. Das ist schon ein schneller Angriff. Oh Mann. Okay, die ist weg, aber wir sind fast tot. Puff. Nehmen wir mal mit, was auch immer es ist. Heuei. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Und ich würde erstmal sagen, bis dann. Und ciao.